Wenn ihr genau das macht, was ihr in den nächsten 14 Minuten von mir hört, geht euer Leben ab Montag ab wie ein Zäpfchen. Ihr werdet eure Kunden mit dem Stock wegschlagen. Es werden dir fremde Menschen ihr Geld in deinen Garten schmeißen. Und du denkst, was ist passiert? Was ist geschehen? Du hast nur anders gedacht. Und weil du anders gedacht hast, hast du anders bekommen. Ich habe da hinten gestanden und habe gedacht, die Leute sitzen hier bis in die frühen Morgenstunden. Und was nehmen sie von so einem Tag mit? Und da habe ich hinten gedacht, du musst nur eins, du musst wissen, was du willst. Und wenn du genau weißt, was du willst, dann passiert genau das, was du willst. Aber viele sagen zu schnell, wie soll ich denn Montag anfangen? Was soll ich denn anders machen? Was kann ich denn tun? Und da habe ich mir überlegt, was bist du für ein Typ? Bist du problemorientiert? Oder bist du zielorientiert? Was bist du für ein Mensch? Es gibt Menschen, achte mal drauf, die fangen immer an und sagen, das Problem ist dieses, das Problem ist jenes, das Problem ist welches. Menschen, die einen Satz mit Problem anfangen, was haben die? Probleme. Ich bin eher so der Typ, so zielorientiert. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Erzähl mir nicht, was nicht geht, sondern erzähl mir, was geht. Ich will das nicht wissen, warum mir das nicht geht. Es gibt so Leute, die immer Nein sagen. Ich habe da mal eine Frage, geht nicht. Ich bin noch gar nicht fertig. Nee, geht auch nicht. Nee, warte mal, lass mich doch mal. Nee, funktioniert nicht. Warte doch mal, hat noch nie einer geschafft. Und von vornherein, in Hamburg sagte meine Frau zu mir, ach, wissen Sie was, Frank, ich gehe mal erstmal vom Gröbsten aus. Wenn es dann besser wird, ist ja schön. Egal das, was du erwartest, wirst du in dein Leben ziehen. Gesetz des Sogs, Gesetz der Anziehung. Und so wie du denkst, auch von diesem Tag, wirst du ab morgen die Leute ziehen, wie du bist. Und jetzt kommt das ganze Geheimnis, wenn du nur weißt, was du willst, passiert was ganz Tolles. Es geht wie von allein. Und wenn ihr genau das macht, was ihr in den nächsten 14 Minuten von mir hört, geht euer Leben ab Montag ab wie ein Zäpfchen. Ihr werdet eure Kunden mit dem Stock wegschlagen. Es werden dir fremde Menschen ihr Geld in deinen Garten schmeißen. Und du denkst, was ist passiert? Was ist geschehen? Du hast nur anders gedacht. Und weil du anders gedacht hast, hast du anders bekommen. Damit das aber geht, musst du wissen, was du willst. Und viele Leute sagen, Frank, ich weiß es nicht ganz genau. Deswegen bist du kein schlechter Mensch. Dann frag dich doch mal, was willst du ab morgen? Auf gar keinen Fall mehr. Wenn du das ändern könntest, wenn du es wirklich ändern könntest, was möchte ich auf gar keinen Fall mehr? Und indem du, wo du das tust, verändert sich dein ganzes Leben. Aber viele sagen ja, ich weiß doch nicht genau, was ich will. Und ihr wisst, ich bin seit vielen Jahren auf Kreuzfahrtschiffen in der ganzen Welt unterwegs. Und es kam ein Trainerkollege zu mir und sagte, Frank, ich habe dir zugehört und du erzählst so viel über Ziele, wie man das erreichen kann, aber ich weiß doch gar nicht was. Da gibt es nur einen Satz, Leute. Fangt an, wo fehlt etwas? Wo hast du einen Mangel? Wo hast du ein Defizit? Der Mensch fängt immer erst was an zu ändern, wenn etwas fehlt. Und jetzt frag dich, wo fehlt es bei dir? Wann schauen Sie nach einer Kaffeemaschine? Wenn sie runtergefallen ist, wenn sie verkalkt ist, wenn es an gutem Kaffee fehlt, ihr müsst zum Mediamarkt, ihr müsst zum Saturn, ich brauche eine Kaffeemaschine. Wann kaufen Sie ein neues Auto? Wenn der TÜV nicht mehr mitmacht, wenn die Büchse weg ist, wenn der einen Unfall hat, egal was passiert ist, du brauchst ein neues Auto, es fehlt an Mobilität. Wann schaut der Mensch nach einem neuen Mann, nach einer neuen Frau? Sagt der letztens einer zu mir, wenn der alte kaputt ist. Ich sage, das meine ich jetzt nicht, aber vielleicht fehlt es an Kommunikation. Vielleicht können sie sich mit ihrem Mann, ihrer Frau nicht mehr unterhalten. Vielleicht haben sie keinen guten Sex mehr. Manche sagen, guter Sex hätte ich auch ganz gerne mal wieder. Woran liegt denn das? Es liegt doch nur an dir. Es liegt doch nur an jedem selbst. Und jetzt soll ich euch erzählen, wie das Leben funktioniert. Frag dich doch nur, wo hast du einen Mangel? Wann räumst du deinen Schreibtisch auf, wenn du deinen Mist nicht mehr wiederfindest? Wann gehen Sie in den Keller auf den Boden und suchen Ihr Zeugs? Wenn was fehlt, es muss immer etwas fehlen.
Und wenn du da anfängst zu sagen, was kann ich anders machen? Schauen wir doch mal nur mal auf diese Tafel da oben. Schaut jeder für sich selbst. Bist du problemorientiert? Bist du zielorientiert? Wie sieht's bei dir gesundheitlich aus? Bist du da stumm vor Glück? Sagst du, alles klar, Maschine läuft, alles geschmeidig, alles schön, wunderbar, großartig. Okay, können wir einen Haken ranmachen, hat sich der Film. Wie sieht's bei dir in der Beziehung aus? Mit deinem Mann, mit deiner Frau, was auch immer sie da mit sich jetzt rumschleppen. Wie sieht's da aus? Sie. Würden Sie Ihren Mann oder Ihre Frau nochmal heiraten? Oh. Sind Sie so ein Hammertyp? Sind Sie so ein gigantisches Mädel, dass er oder sie dich nochmal übernehmen würde? Oh. Und wisst ihr, warum ich diese Stelle so liebe? Jetzt seid ihr gedanklich nicht mehr bei mir. Jetzt seid ihr gerade bei euch angekommen. Bin ich so ein Hammertyp? Bin ich so ein Hammerhuhn? Ist das alles geschmeidig? Und das ist etwas, Leute, wenn es privat bei dir nicht läuft, wie soll es geschäftlich laufen, wenn du da nicht glücklich bist? Wann haben sie einmal ihrer Frau gesagt, Maus, du bist toll? Wann haben sie einmal ihrer Frau gesagt, du siehst ein Hammer aus, wie du dich richtest, wie du die Firma zusammenhältst, wie du die Kinder großziehst, dieser ganze Sex, ich kann schon gar nicht mehr, mach weiter. Wann haben sie einmal gesagt zu ihrer Frau, du bist toll? Wann haben Sie einmal zu Ihrem Mann gesagt, du Don, du gottähnliches Wesen, du Bezirksbefruchter von Berlin, was bist du für ein geiler Typ? Und jetzt passiert das, was in jeder Veranstaltung passiert, als ich eben gesagt habe, sag deiner Frau, die ist toll, da war das hier ganz leise. Und die Frauen alle, ja, kannst du sagen. Und habe ich den gleichen Satz wiederholt, und hab gesagt, sag deinem Mann, er ist ein gottähnliches Wesen. Was ist passiert? Jungs, habt ihr es mitgekriegt? Die Frauen haben uns gerade, sag laut, ausgelacht. Jungs, habt ihr es mitgekriegt? Die Hühner haben uns ausgelacht. Da stimmt doch was nicht, oder? Da ist doch was nicht in Ordnung. Was ist denn da los? Schaut doch mal, als ihr hergefahren seid, schaut doch mal in die Autos, wenn ihr euch nach Hause fahrt, schaut doch mal in die Autos rein. In großen Autos, Mercedes, BMW, Porsche, Geländewagen, Cabriolets, sitzt eine Frau. Und in kleinen Autos, kennt ihr diesen Smart? Diese gummibereifte Kasperlebude? Wie sieht das aus, ein erwachsener Mann, Bulle Hermann, in so eine Käsedose? Weißt du, warum das so ist? Weil der Mann so beschränkt denkt, reicht doch. Na klar, bremst, lenkt und fährt. Was wird eine Frau sagen? Reicht mir noch lange nicht. Ich muss Platz, da muss man die Kinder wünschen, da muss man Einkäufe tätigen. Der Hund muss sich auch noch lang machen. Gut, der Kerl kann sich auch reinkennen, ich brauche doch Platz. Und dann siehst du da, wie die Mädels mit dem Cabri durch Berlin über den Kudamm knallen und Flipper sitzt im Daihatsu Corore und kommt mit 120 hinterher. Was soll denn da so... Ja, bitte, tobt euch aus. Wie sieht denn das aus? Da kommt einer in Berlin, sagt zu mir, Frank, ich Baustoffhändler in Berlin, ich möchte mir ein Auto kaufen. Ich sage, was rufst du mich an? Ich brauche einen Rat. Was willst du? Ja, ich will mal sehen, so ein 7er BMW. Ich sage, da musst du los, so BMW wuchtig, so ein Ding da kaufen. Ja, aber kann ich doch nicht machen als Baustoffhändler. Ich sage, wieso nicht? Ja, was soll denn der Kunde denken? Ich sage, was soll er denn denken? Ja, ach, deswegen sind sie teuer, weil sie mit dieser Staatskarosse hier vorbeikommen. Ich sag, Achim, wisst ihr, was der Kunde zu dir sagt, wenn du mit dem Polo auf die Baustelle kommst? Doll kann der Laden nicht laufen, wenn dieser Käsedose hier vorbeikommt. Ich sag, jetzt gehst du zu BMW, kaufst einen 745i, lange Version. Nicht, dass deine arme Frau sich mit Thrombosensocken in die Beine einklemmt. Und dann machst du die Büchse voll Anschlag. Jetzt denken einige, boah, ist der oberflächlich. Das kann ich doch nicht machen, das können sie nicht machen. Das müssen sie machen. Aber wir trauen es also nämlich, weil wir immer denken, was soll denn der andere denken? Es ist doch scheißegal, was der andere denkt. Weil wie du machst es falsch. Immer. Und weil sie es immer falsch machen, hören sie mal ab heute auf eine Person. Wer ist denn das?
Das bist du. Und doch nicht, was ich oder was weiß ich wer erzählt. Du weißt doch vom Herzen, ist richtig oder falsch. Du weißt es doch. Wir setzen uns drüber weg, das ist was anderes. Aber wir wissen es ganz genau. Wir wissen ganz genau, dass wir mal Finger ziehen müssen. Mal Ballett machen, Figur machen. Die Trainer reden sich hier ein Wolf. Und ihr hier, Tageskoma, schleppt euch in die Pause. Und was hat der da erzählt? Was ist das denn? Jetzt macht doch mal Figur. Oh. Oh. Jetzt kommt da so ein alter Hase. Leute, ich bin dieses Jahr 57. Man sieht es nicht. Aber ist so. Alle Probleme, die ihr habt, die kenne ich auch. Da, wo sie waren, das kenne ich auch. Ich kann mich ja besser an euch reindenken, als ihr nur ahnt. Junge Hasen sind schnell. Aber die Alten kennen die Abkürzung. Die macht doch, was die Trainer sagen. Meinst du, ob das stimmt? Ist doch geschissen, ist doch egal. Mach es doch. Wie oft sagt deine Frau zu dir, Schatz, ich mach mal so. Warum? Ja, lass das mal sein, ist besser für dich. Wieso? Ja, lass das mal sein, mach in Zukunft so. Warum? Herrgott, mach es. Und du denkst als Mann, woher weiß sie das immer? Die wissen doch alles, die Frauen. Wir haben doch hier Martin Limberg, Top-Verkaufstrainer. Du willst verkaufen? An wem musst du denn? Du willst an einen Firmenboss ran. An wem willst du vorbei? An der Sekretärin. Und dann guckt sie dich mal von oben bis unten an, mal ganz geschmeidig. Und dann musst du mal das Lied da trällern, was Elke da hören will. Da bist du nämlich geschmeidiger letzter Sieger. Ja, du willst dir ein Auto kaufen, kommst mit der falschen Farbe nach Hause. Hast du aber Geburtstag? Deine Alte wird dir so das Gas einschämen, das Klo wieder abgibst. Deine Frau, deine Freundin sagt zu dir, Schatzi, ja, dass man deine Ex-Freundin telefoniert. Du denkst als Mann, das kann sie nicht wissen. Eine Frau zapft in ihrem Gehirn das Universum an und haut dir alles um die Ohren und denkst, woher weiß sie das immer alles? Die Frauen wissen alles. Alles. Und die sagt, du mach doch mal Ballett. Mach das doch mal. Und du, na, ich geh mal zur Gedankentanken, da lerne ich schon was. Wir können uns hier einen Wolf reden. Wenn ihr das nicht macht, passiert gar nichts. Du musst eine Entscheidung treffen. Und da fängst du mal an, was will ich nicht? Schau doch mal beruflich. Wenn sie Montag wieder anschaffen gehen. Ist das da toll? Sagst du dem, mein Chef kriegt ein Küsschen. Finde ich so geil. Oh, ich finde es so toll, zur Arbeit zu gehen. Oder denkst du, na, ich gehe zur Arbeit, damit ich von der Straße weg bin. Weswegen gehen sie denn da hin? Gibt es für deinen Job ein bedingungsloses Ja? Sagst du dir, ja, es ist toll, ich finde es der Hammer und mein Job ist so geil und boah, finde ich großartig, ne? Oder denkst du manchmal, so eine Scheiße. Leute, wir reden hier über Selbstbewusstsein. Manche kommen zu mir draußen an Stand und sagen, oh, hoffentlich funktioniert das auch, was du uns hier erzählst. Hoffen kann ich in die Kirche. Aber doch nicht hier. Ich war hier, geh doch hierher zum großen G. Jetzt erwarte ich, dass das geht. Und nicht mal sehen, ob das klappt. Was ist das denn? Ich habe eine Erwartungshaltung. Und wenn ich was anfange, dann geht das auch. Ich weiß noch nicht, warum, wieso, weshalb, weswegen. Aber es geht. Warum? Weil ich das so will. Das ist es. Das ist es, Leute. Wie sieht's aus mit den... Wie sieht's aus mit den Finanzen? Hängst du voll wie ein Weihnachtsmann? Hast du ein Schild an der Tür wegen Reichtum geschlossen? Ich hatte mal einen guten Freund, der hat immer gesagt, weißt du was, Frank? Du musst immer mit der Hand am Eisen. Ein Jahr lang spazieren gehen, wenn nichts reinkommt. Immer die Hand am Sack und dann läufst du spazieren und sagst, ich häng so voll, ist so geil, ne? Besser ist 2 Jahre die Hand am Eisen. Und dann verkaufst du doch erst richtig. Dann läuft es doch das Leben. Wenn sie es gar nicht brauchen, dann schmeißen dir die Leute das Geld in den Garten. Wenn sie eine Frau suchen, der geile Blick, hauen die Hühner doch direkt ab.
Oh, der steht in zweiter Spur, lass mal gut sein. Was willst du mit dem? Oh, furchtbar, ne? Aber wenn du sagst, Mädels, komm mal her, der Onkel hat Bonbons. Dann, ja, dann läuft das. Du musst doch als Mann nichts machen. Die Frauen kommen doch von alleine. Weil du einen Alliierten schiebst, weil du sagst, so läuft es, Mädels. Kommt einer, ich will es nicht vergessen, kommt einer in der Veranstaltung, 300 Leute hatte ich in Reutlingen, kommt einer draußen mit einem 600er Mercedes. Denk, Junge, sauber, ne? 600. Kommt erst rein, erste Reihe setze ich hin. Ich sag, du, ist das dein 600er? Das ist meiner. Ich sag, wieso fährst du einen 600er? Weil es keinen 700er gibt. Geil, oder? Es geht euch darum, dass ich ein Auto kaufen wollen, aber die Ansage fand ich so geil. Das ist Selbstbewusstsein, Leute. Das ist, du musst einen raustun, musst eine Uhr drehen. Wie sind die Bedürfnisse, sind deine Bedürfnisse befriedigt? Heute darf man ja nichts mehr sagen, ist ja alles grenzwertig, furchtbar, oder? Ja, darfst nichts mehr sagen. Sag doch mal deiner Maus, sie ist toll. Sag ihr das doch mal. Einmal nur zu deiner Maus sagen, du bist toll. Mach's doch mal. Nehmen Sie mal jetzt, greifen Sie mal nach rechts, nach links zu Ihrer Maus, zu Ihrem Schatz. Nehmen Sie mal beide Hände. Schauen Sie mal in die Glotzkorken rein. Und sag doch mal, schön, dass wir beide heute hier bei Gedankentanken sitzen dürfen. Alle. Mach's doch mal. Einfach mal, schön, dass wir hier zusammen frühstücken werden. Auf Zimmer. Das sind so Sachen, Leute, wir vergessen alles. Wir vergessen alles. Sei nett zu dir. Wenn Sie einen tollen Mann haben, wenn Sie eine tolle Frau haben, dann seien Sie nett zu ihr. Sie wissen noch gar nicht, wie lange Sie das haben. Wir denken immer so, ist alles so unendlich. Ist es nicht. Wenn Sie einen tollen Partner haben, dann sag ihm das. Sag, du bist ein geiler Typ. Du bist ein super Mädel. Gib mal ein Küsschen, setz mal eine Mandelspülung an, schieb dir mal die Zunge in den Hals und sag doch mal, ist toll. Es war toll mit euch, Berlin. Vielen Dank, herzlichen Dank, euer Freund Frank. Dankeschön. Ha, das war Frank Wilde. Und wenn du jetzt diese geballte Ladung Motivation nutzen möchtest, um selbst im Leben auch weiterzukommen, dann klick jetzt hier, melde dich an zu einem Gratistest. Finde heraus, welche Persönlichkeit du bist, welcher von 4 Persönlichkeitstypen. Wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, wo sind die Potenziale in deinem Leben und wo liegen Risiken und mögliche Sackgassen für dich. Also bitte jetzt Motivation nehmen, den Schwung nehmen, klick jetzt hier und finde heraus, wer du wirklich bist.